فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, Alhamdulillah hat Allah azza wa jal unser altes Leben mit einem neuen Leben eingetauscht. Allah azza wa jal sagt, وَكَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا. So wart ihr früher. Ihr wart Leute, die nicht rechtgeleitet waren. Ihr wart Leute, die sich schon an der Kante des Höllenfeuers befunden haben. Ihr wart Leute, die eigentlich das Höllenfeuer verdient hätten durch ihre üble Taten, die ihr begangen habt. Aber Allah hat etwas Gutes in euren Herzen gesehen und so hat er euch recht geleitet. Und dieses Gute, was Allah azza wa jal in manchen Herzen von seinen Dienern gesehen hat, subhanahu wa ta'ala, ist wahrlich nicht bei einem jeden Herzen vorhanden. Denn wäre dieses Gute bei einem jeden Herzen vorhanden oder in einem jeden Herzen vorhanden, so glaubt mir, hätte Allah azza wa jalla alle recht geleitet. Aber so hat Allah subhanahu wa ta'ala entschieden, ein Paradies und ein Höllenfeuer zu erschaffen, damit er in dem Paradies seine gläubigen Diener, wenn sie auch Sünder gewesen sind, aber sie haben immer wieder bereut und sind zum Wege Allahs Azza wa Jal zurückgekehrt und sind nicht liegen geblieben auf dem Boden. Und so hat er auch Leute erschaffen, subhanahu wa ta'ala, die leider den Weg in das Höllenfeuer gehen wollen. Das ist ihre Entscheidung. Aber Allah Azza wa Jal hat den Leuten klar gemacht, was der Weg in das Paradies ist und was der Weg in das Höllenfeuer ist. Möge Allah Azza wa Jal uns niemals den Weg des Paradieses verlassen. Liebe Geschwister, eine Geschichte, die wir heute aus dem Koran Al-Karim, insha'Allah ta'ala, erzählen, auch das ist ein Thema, womit wir uns die nächsten Wochen, insha'Allah ta'ala, beschäftigen, dass wir die Geschichte von Ashabus Sabit erzählen, von den Leuten des Samstags, so werden sie genannt. Und es geht hier um die Yahud, um die Juden. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen einen Tag gewährt. Welchen Tag? Den Samstag. Sie haben einen Tag von Allah Azza wa Jal bekommen, den sie selber beim Propheten gefordert haben. Und sie wollten einen Tag, an dem sie sich zurückziehen und Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Und so hat Allah Azza wa Jal ihnen an diesem Tag, an dem Samstag, verboten, was zu tun? Zu arbeiten, zu handeln. Sie sollten sich rein auf die Ibade, auf die Anbetung konzentrieren. Ich weiß noch, damals bei einem Bruder im selben Haus hat ein Jude gewohnt. Und bei ihm in der Wohnung hat es entweder gebrannt oder es ist irgendetwas passiert. Dann kam er hoch zu dem Bruder, der Jude, und sagte zu ihm, kannst du bitte sofort die Feuerwehr rufen? Da sagte der Bruder, ruf sie selber an. Was habe ich mit deiner Sache zu tun? Er sagte, heute ist Samstag. Was will ich euch damit sagen? Sie haben den Samstag als einen Tag ausgewählt bekommen. Von wem? Von Allah Azza wa Jal, damit sie an diesem Tag nichts anderes tun, außer Allah Azza wa Jal anzubeten. Und so hat Allah Azza wa Jal dieses Volk eigentlich auserwählt, Bani Israel. Passt auf, Bani Israel sind nicht die Yahud, sind nicht die Juden. Die Juden sind ein Stamm von Bani Israel. Aber Bani Israel selber war ein großer Stamm gewesen. Allah Azza wa Jal
hat diesen Stamm auserwählt. Und er hat ihnen an Gnaden gegeben, was sie von ihm bekommen haben. Bis sie die Gesetze Allahs Azza wa Jal geändert haben, so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen das, was er ihnen zuvor gegeben hat, wieder weggenommen. So ist das mit den Gnaden Allahs Azza wa Jal. Er gibt sie dir als eine Prüfung. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Und wir werden euch prüfen mit Schlechtem und mit Guten, und zu uns werdet ihr zurückkehren. Allah hat sie geprüft. Sie haben die Prüfung aber nicht bestanden. Sie sind durchgefallen, und so hat Allah Azza wa Jal ihnen die großartige Gnade genommen, dass sie weiterhin das auserwählte Volk gewesen sind. Aber sie selber haben sich noch als das auserwählte Volk gesehen, obwohl Allah Azza wa Jal ihnen nicht mehr diese Gnade gegeben hat, liebe Geschwister. Zum Schluss hat Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, sie bestraft, denn sie waren mit dem Propheten Musa alayhi salatu wa salam. Und obwohl sie die gesamten Wunder mitbekommen haben, mit ihren eigenen Augen gesehen haben, sind sie immer weiter ungläubiger geworden. Und das, nachdem Allah Azza wa Jal ihnen die Wunder klar gemacht hat, subhanahu wa ta'ala. Deswegen erwähnt Allah Azza wa Jal die Hartherzigkeit dieser ungläubigen Diener. ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Daraufhin haben sich eure Herzen erhärtet. Daraufhin bedeutet nach was? Nachdem ihr die Wahrheit gesehen habt. Nachdem ihr die Rechtleitung erkannt habt. Nachdem Allah Azza wa Jal euch den Weg der Wahrheit klar gemacht hat, so habt ihr harte Herzen danach bekommen. Überlegt, liebe Geschwister, je mehr Zeichen ihr bekommt, je mehr Wunder ihr seht, umso, was müssten wir werden? Umso gläubiger müssten wir sein. Zumal auch bei diesen Leuten, als sie mit Musa alayhi salatu wassalam gewesen sind, Allah Azza wa Jal hat Al-Manna wa Salwa auf sie herabgesandt. Das sind Wachteln, spezielle Arten von Vögeln. Sie haben sie bratfertig in ihren Händen bekommen, so dass sie direkt reinbeißen konnten. Sie alle haben das miterlebt. Sie haben das gesehen, die Wahrheit. Sie haben gesehen, wie das Meer sich getürmt hat, als Musa alayhi salatu wassalam weggerannt ist vor den Scharen von Pharaon und Pharaon selber. So hat Allah Azza wa Jal das Meer aufgetürmt in Massen, Subhan al-Malik, und sie konnten durch diesen Weg gehen. Überlegt, ihr steht vor einem Meer, einem gigantischen Meer. Auf einmal gibt es 12 Wege in dem Meer und ihr könnt unbeschadet da durchgehen. All diese Leute haben das gesehen, aber sie haben nicht den Glauben in ihren Herzen bekommen. Bis sie zum Schluss zu Musa sogar gesagt haben, mach uns ein Kalb, welches wir anbeten können. Kranke Herzen. Herzen, die die Wahrheit nicht vertragen. Und so waren sie, die Leute von Bani Israel. So hat Allah Azza wa Jal ihnen dann eine Prüfung nach der anderen geschickt. Einige unter ihnen waren gläubig, aber viele von ihnen waren Kuffar. Allah hat ihnen einen Tag geschenkt, den Samstag, an dem sie sich speziell um die Anbetung kümmern sollten. So sollten sie an diesem Tag nicht arbeiten. Und Allah Azza wa Jal erwähnt diese Gegebenheit in Surat Al-A'raf in der Ayah 163. Was'alhum, ay, ya Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Was'alhum anil qariyati allati kanat hadirat al-bahr. Frage sie nach der Stadt, die direkt am Strand gewesen ist. Und manche sagen, das war die Stadt Madian. Das soll für uns nicht wichtig sein. Hauptsächlich die Stadt war wo? Am Strand. إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ. Als sie den Samstag übertreten haben. Allah Azza wa Jal hat ihnen diese Gnade gegeben, sie aber haben den Samstag nicht zu schätzen gewusst. إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. Allah Azza wa Jal sagt, an dem Samstag, als die Fische scharenweise aus dem Meer herausgekommen sind. Die sind praktisch schon an den Strand gespült worden, sodass sie gesagt haben, als ob sie gesagt hätten, tut uns endlich in eure Box rein, sodass ihr uns essen könnt. Denn dieses Volk, was an diesem Strand gelebt hat, an diesem Meer gelebt hat, war ein Volk, welches nur durch den Fischfang gelebt hat, liebe Geschwister.
Allah Azza wa Jalla hat ihnen verboten, den Samstag zu jagen. Was haben sie gemacht? Sie haben gesehen, am Montag kommen die Fische nicht heraus. Auch am Dienstag werden sie jagen. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, diese gesamte Woche sind die Fische versteckt. Aber wann kamen sie scharenweise heraus? Am Samstag. Allah Azza wa Jalla hat sie geprüft. Das Einzige, wovon sie gelebt haben, war der Fischfang gewesen. Und die ganze Woche war erfolglos für sie gewesen, liebe Geschwister. Aber am Samstag kamen die Fische von allen Seiten heraus. Allah Azza wa Jalla beendet die Ayah: كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. So prüfen wir sie für das, was sie an Frevel begangen haben. Bedeutet, Allah kannte ihre Herzen, die verdorben waren, die schlecht waren, und so hat er sie mit etwas geprüft, passt auf, um ihre Sündhaftigkeit aus den Herzen herauszuholen. Samstag kamen die Fische heraus. Aber am Samstag durften sie nicht jagen. Und wer hat unser Risk bestimmt? Allah Azza wa Jal. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Und es gibt kein Lebewesen auf der Erde, außer dass Allah sich verpflichtet hat, dieses Lebewesen zu versorgen. Aber was macht Allah Azza wa Jal? Er prüft uns, ob wir auf ihn vertrauen, subhanahu wa ta'ala, oder ob wir selber zu uns sagen, wir müssen die Sache selber in die Hand nehmen, wal'iyadu billah. Allah prüft dich. Wie Leute in dieser heutigen Zeit, genau dasselbe. Sie haben einen Laden, der läuft nicht. Und er sieht andere Leute, die Alkohol verkaufen in ihren Läden. Er sagt, die verdienen eine Menge Geld. Was schwebt jetzt in seinem Herzen? Was zu verkaufen? Den Alkohol. Es kann sein, wenn er den Alkohol verkauft, dann wird er was bekommen? Geld. Aber was wird er sich auch zusätzlich zuziehen? Den Zorn Allahs Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. Sie fragen dich nach dem Alkohol und nach dem Meisir. Al-Khamr im Arabischen, Al-Khamr, ist nicht nur der Alkohol. Alles, was den Verstand betrübt, ist Khamr. Alles, was den Verstand betrübt, ist Khamr. Und dieses wissen wir aus der Überlieferung, dass der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, kullu muskirin Khamr, wa kullu Khamrin Haram. Alles, was berauscht, ist Khamr. Ist das nur der Alkohol, der berauscht? Was noch? Drogen. Drogen. LSD, BBB, DDD, alles, was es gibt. AfD. Ja, genau. Dann lieber die Drogen als die. Das ist alles Khamr. Warum? Weil es betrübt den Verstand. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, alles, was den Verstand betrübt, ist Khamr. Und alles, was Khamr ist, ist dementsprechend Haram. Das heißt, wenn du ein Hamburger Brot isst, wo vielleicht ein geringer Anteil von Alkohol drin ist, der schon verarbeitet wurde, ist das Khamr für uns? Nach der Definition, Abu Musa? Nein, weil wenn man davon mehrere isst, es würde eigentlich berauschen. Sehr gut. Wenn du 20 Hamburger essen würdest, schaffst du 20 Hamburger, Musa? Wenn du 20 Hamburger essen würdest, so wärst du nicht davon berauscht. Denn der Gesandte ist auch. Viele Leute genau umgekehrt verstehen zu ihrem Sinn, was in großen Mengen berauscht, berauscht auch in kleinen Mengen. Und die Leute verstehen das total falsch. Das heißt, wenn du viel zu dir nimmst und es berauscht dich nicht, dann ist das auch für uns kein Khamr. Ob du Hamburger Brote isst, die dich nicht berauschen, ob du anderes isst, das heißt nicht, dass du, passt auf den Unterschied, selber den Alkohol in das Essen reintun darfst. Nein, wir reden über etwas, dass sie selber zu Hause was hüten, lagern, den Alkohol. Ein Muslim darf kein Alkohol zu Hause haben. Sagt man ja für Wunden. Welche Wunde meinst du, Habibi? Deine Herzenswunde, um die zu... Welche Wunde?
Weil heutzutage ist die Sache komisch geworden. Ah, das heißt, du darfst als Muslim kein Khamr zu Hause haben, kein Alkohol zu Hause haben. Aber wenn dieses schon verarbeitet wurde in einem Produkt und es berauscht dich, ob das jetzt Kaugummi ist, wo Alkohol drin ist, ob das jetzt Brot ist, wo Alkohol drin ist. Im Übrigen wisst ihr, dass überall Alkohol fast drin ist. Trinkst du Orangensaft? Da ist Alkohol. Isst du Croissant? Da ist Alkohol. Überall. Und auch Schwein. Überall gibt es Schwein. Deswegen, was ist jetzt für uns das Maßgebende? Der Khamr, wenn er kein Anteil an Khamr ist, das bedeutet, er berauscht nicht, dann ist er für uns nicht verboten. Außer dieser berauscht uns. Jetzt kann keiner sagen, ich esse Moncherini. In Moncherini gibt es ja auch ein bisschen Alkohol. Ja, wie viel Moncherini wird er essen? Er sagt, ich schaffe 50 und mich berauscht das nicht. Und dann, mir natürlich nicht, du bist aus Russland. Du bist andere Sachen gewohnt. Ihr trinkt ja sogar Spiritus und das macht nichts bei euch aus. Der ist nicht der Maßstab. Wer ist der Maßstab für uns in der Religion? Ein ganz normaler Mensch, wie du und ich, der Alkohol nicht kennt. Was ist jetzt, wenn wir nur am Alkohol riechen, wir beide? Hä? Was passiert? Wir kippen und uns wird schwindelig. Stimmt? Sowieso. Was verursacht der Alkohol? Was verursacht er? Hm? Was verursacht er? Niemand möchte sich auch. Na. Böller. Bitte? Böller, Böller. Alkohol bringt nur Böller. Was heißt Böller? Nur Stress. Nur Probleme. Stress. Nur also gibt's jetzt körperlich gesehen. Was verursacht der Alkohol? Du verlierst deine Selbstbeherrschung. Also. Man wird durch die Einnahme von Alkohol was? Süchtig, es berauscht dein Verstand und dir wird schlecht werden. Und ich verstehe das nicht, Wallah, es gibt Leute, der arbeitet die ganze Woche, vom Montag bis Freitag, wie Ahlus sagt, vom Montag bis Freitag, um am Samstag zu kotzen den ganzen Tag. Und dann arbeitet er wieder, vom Montag bis Freitag, um den nächsten Samstag wieder zu kotzen. Und er schämt sich nicht. Aber so ist das, wenn du geführt wirst von Shayatin und nicht den Weg der Rechtleitung. Das möge Allah uns alle recht leiten. Das heißt, liebe Geschwister, dieser Khamr ist für uns nur Khamr, wenn er berauscht. Ansonsten, wenn er nicht berauscht, ist er für uns kein Khamr. Aber wie sind wir darauf gekommen? Wir sehen, ob ihr aufpasst. Wie sind wir darauf gekommen, jetzt auf das ganze Thema? Worüber haben wir geredet? Über den Essig, richtig. Der Essig, Essig, darfst setzen. Essig. Du darfst den essen, den Essig. Obwohl er ursprünglich was war? Alkohol. Aber er wurde bereits was verarbeitet. Und deswegen zählt er für uns nicht mehr als Alkohol. Es gibt Leute, Subhanal Malik, die sehen, der eine Laden läuft, weil er Alkohol verkauft. Aber der andere Laden läuft nicht. Und Allah Azza wa Jal, wenn er einen Laden laufen lässt, dann nicht, weil er mit diesem Besitzer zufrieden ist und mit dem, was dieser Besitzer macht. Nein, Allah Azza wa Jal hat das erwähnt. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Sie fragen dich nach dem Khamr und dem Glücksspiel. Qul fihima ithmun kabir. In ihnen beiden steckt was? Ein großer Schaden, eine große Sünde. Eine große was? Sünde. Qul fihima ithmun kabir. Wa manafi'u linnas. Aber es steckt auch gleichzeitig was? Ein Nutzen. Jetzt kommen die Supergelehrten, die uns diese Ayat erklären wollen. Der sagt, siehst du, Abi? Gut. Hat er die Ayat verstanden? Nein. Was will Allah uns sagen? Es gibt einen Nutzen. Es gibt einen weltlichen Nutzen. Manche Leute verdienen durch den Verkauf von Alkohol was? Geld. Aber die Sünde an diesem Alkohol ist größer als der letzte. Das ist sowieso nicht die letzte Eier, die bezüglich des Alkoholverbots herausgekommen ist. Die letzte Eier war
wo Allah Azza wa Jalla dann endgültig gesagt hat, weil bei dieser Ayah ist nicht klar, ob der Alkohol verboten wurde oder nicht. Bis in einer Überlieferung bei Abu Dawud hat Umar ibn al-Khattab gesagt, ja Allah, arshidina, oh Allah, zeige uns den Weg. Ist der jetzt verboten oder ist der erlaubt? Wir wissen das nicht. Du sagst uns, er ist eine Sünde, aber von der anderen Seite, er bringt einen Nutzen. Dann hat Allah Azza wa Jalla die Ayah herabgesandt von Surat Al-Ma'idah. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. O ihr Gläubigen, der Alkohol und das Glücksspiel, Ansab und Azlam, das sind Spiele von der Jahiliyya gewesen, das hat mit, wal'iyadu billah, Schirk zu tun, liebe Geschwister. Allah hat das allesamt verboten, hat diese Spiele allesamt verboten. O ihr Gläubigen, verboten sind euch diese Dinge. Sie sind ein Gräuel vom Shaitan. Darum meidet sie, damit ihr, was seid? Damit ihr erfolgreich seid. Möge Allah uns unter den Erfolgreichen machen. Das war die endgültige Ayah bezüglich des Alkohols. Das heißt, der Alkohol ist zum Schluss gänzlich verboten worden. Damit wir nicht mit den Ayat spielen. Oder manche Leute, sie lesen heute eine Ayah im Koran, der macht auf und sagt, warte, da war noch was. Allah Azza wa Jalla sagt über das Gebet, لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. Hatta, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr was? Betrunken seid. Er sagt, siehst du, Allah sagt nur nicht das Gebet nähert. Das heißt, wir können trinken. Aber wir sollen uns nicht dem Gebet, wallahi, diese Expertin gibt es heutzutage. Diese Expertin gibt es heutzutage. Ihr dürft euch nicht dem Gebet nähern, bis ihr, wenn ihr im trunkenen Zustand seid, das heißt, wenn ihr besoffen seid, warum? Weil ihr werdet dann was sagen, was gegen euch selber ist. Bis ihr wisst, was ihr tut, oder bis ihr wisst, was ihr sagt. Allah Azza wa Jalla hat diese Eier als erste Eier herabgesandt bezüglich des Alkohols. Dann kam welche Eier? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Und dann kam welche Eier zum Schluss? Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir. Bis zum Schluss. Verboten. Den Koran muss man verstehen, liebe Geschwister. Nicht nach dem eigenen Kopf interpretieren. Jetzt siehst du, ein Laden läuft. Der verkauft Alkohol. Was kommt dir jetzt in den Sinn? Shaitan wird dir jetzt einflüstern und dir sagen, du trinkst ihn doch nicht selber. Hören wir das immer wieder von den Geschwistern? Wir trinken ihn doch nicht selber. Schaut mal, Allah Azza wa Jal hat den Alkohol gänzlich verboten in jeder Facette. In einer Überlieferung bei Abu Dawud und At-Tirmidhi sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, La'ana Allahu al-Khamra. Allah hat was verflucht? Allah soll den Khamr verfluchen. Wal-Iyadu Billah. Das Bittgebet vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Angenommen oder nicht? Allah soll den Khamr verfluchen. Wa sharibu. Und derjenige, der ihn trinkt. Und derjenige, der ihn trägt. Und derjenige, der ihn presst und derjenige, der ihn pressen lässt und derjenige, der ihn serviert und bis zum Schluss und derjenige, der ihn verkauft. 10 Gruppen hat Allah Azza wa Jalla aufgezählt in diesem Hadith. 9 von diesen 10 Gruppen haben ihn gar nicht getrunken. Aber wofür haben sie gesorgt? Dass derjenige ihn trinken kann. Alle sind gleichermaßen bei Allah subhanahu wa ta'ala verflucht. Natürlich kann man durch Alkohol viel Geld verdienen. Aber man zieht sich vor allen Dingen in jedem Fall was zu von Allah Azza wa Jalla, den Fluch Allahs Azza wa Jalla, wal'iyadu billah. Wallahi, ich finde das lustig, dass manche Leute mit diesem Argument kommen, ich trinke ihn doch nicht, ich verkaufe ihn nur an die Kuffar. Auf einmal Kuffar. Schau mal sein Leben an, vom Baf Didi bis Klamotten von Kuffar und Verhalten von Kuffar und Reden wie Kuffar und sich anziehen wie Kuffar und in der Disco sein mit Kuffar. Aber auf einmal sind es was? Sind es Kuffar. Gehst du auf sein Profilbild? A'udhu billah. Das machen nicht mal die Kuffar drauf. Aber so ist das. Man nimmt sich das, was man braucht für den jeweiligen Zeitpunkt. Und das ist bei vielen Geschwistern leider vorhanden, auch sogenannte praktizierende Geschwister. Möge Allah Azza wa Jalla unsere Herzen erstellen. Subhanallah. Was haben sie dann gemacht, die Yahud? Die mussten von irgendwas leben. In der Woche kommen keine Fische. Und am Samstag kommen die Fische so weit heraus, bis sie sogar selber zum Strand kommen und sagen,
isst uns endlich auf. Also kam Shaitan zu diesen Leuten. Und so ist das immer, liebe Geschwister. Wenn es um Halal und Haram geht, Shaitan ist der Erste, der bei dir ist. Dann hat er ihnen eingeflüstert. Was haben sie gemacht? Sie haben am Freitag ihre Netze ausgeworfen. Am wann? Am Freitag. Und wussten ganz genau, dass am Samstag die ganzen Fische am Strand sind. Und haben am Sonntag die Fischernetze ausgespannt. Bedeutet, mit anderen Worten, sie haben gesagt, wir haben am Samstag nicht gearbeitet. Wir haben am Samstag nicht gearbeitet. Allah beendet diese Ayah. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. So prüfen wir diejenigen, A'udhu Billah, und das ist eine schwere Androhung, so prüfen wir diejenigen, in deren Herzen Frevel vorhanden ist. وَنَفْسِ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Bei der Seele und derjenige, der sie erschaffen hat, was ist in dieser Seele? Sowohl Gottesfurcht als auch فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Taqwa, was ist da drin? Nicht nur Gottesfurcht, sondern auch Sündhaftigkeit. Und dein und mein Paradies ist, dass wir jeden Tag diesen Kampf haben zwischen Gottesfurcht und Sündhaftigkeit. Allah hat sie geprüft. Mit was? Mit ihrer Tijara. Und das ist eine gewaltige Prüfung. Weil hier geht es um Überleben, liebe Geschwister. Aber dennoch möchte Allah, dass wir unser gesamtes Vertrauen auf wen legen? Auf ihn, subhanahu wa ta'ala. Also hat er sie mit dem geprüft, was sie am meisten lieben. Mehr sogar als Allah. Heutzutage siehst du die Leute von den sogenannten Muslimen. Du sagst ihnen, warum betest du nicht? Er sagt dir, ich habe Arbeit. Wal-amalu ibadah. Er kann das perfekt aussprechen. Der kennt den Sanad, die Überlieferungskette. Und weiß immer noch nicht, dass das daif ist und nicht authentisch ist. Er sagt dir, Al-Amalu Ibadah. Was heißt Al-Amalu Ibadah? Die Arbeit ist eine Anbetung. Warum sagt er dir das? Weil er will nicht beten. Also hat er das, was er am meisten liebt, zur Anbetung gemacht. Mafhum? Ja, Ikhwa, es gibt eine Götze, die sehen du und ich nicht. Es gibt Leute, die werfen sich vor einer Götze nieder. Aber weißt du, was die gefährlichste Götze ist? Die Götze in unseren Herzen. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Siehst du denjenigen, der sich sein Gelüst, sagt es mir zum Gott genommen hat. Allahu Akbar. Und diese Eier, sagen die Gelehrten, ist auf 4 Stufen, vom großen Schirr bis kleinen Schirr, bis zur Süff. Aber sie kann bis wo gelangen? Bis zum großen Schirr. Wenn deine Götze zum Gott wird, war nicht zum Gott wird, weil jede Sünde hat natürlich mit Gelüst zu tun. Wenn man jetzt eine Frau anguckt im Verboten, Gelüst oder nicht, in dem Moment hat man sein Gelüst vor der Befolgung Allahs Befehl gesetzt oder nicht? Na, richtig. Aber ist dieses Gelüst wie ein anderes Gelüst, dass man was neben Allah Azzawajal anbetet? Nein, das ist nicht dasselbe. Deswegen aufpassen, liebe Geschwister. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهُ هَوَى. Siehst du denjenigen, der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat? Allah Azzawajal, subhanahu wa ta'ala, er prüft uns mit Dingen, die wir lieben, an denen unser Herz hängt, extrem hängt, so dass er sehen möchte, subhanahu wa ta'ala, an was unser Herz am meisten hängt. Und Allah Azza wa Jal Subhanah, er wird diejenigen, die etwas mehr lieben als Allah oder genauso viel lieben wie Allah, mit dieser Sache bestrafen, die sie neben Allah gesetzt haben. Die Gelehrten sagen, man ahabba shay'an ghayra Allah, derjenige, der etwas neben Allah liebt, außer Allah, liebt eine Liebe, die nur wem gebührt? Allah Azza wa Jal, so wird er mit derselbigen Liebe bestraft.
Habt ihr Leute gesehen, die mit ihrem Geld bestraft wurden? Weil sie das Geld mehr geliebt haben als Allah. Habt ihr Leute gesehen, die mit ihrer Freundin bestraft wurden? Weil sie ihre Freundin mehr geliebt haben als Allah. Allah bestraft mit dieser Sache, die sie am meisten außer Allah lieben. Aber وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Aber die Gläubigen, sie lieben Allah am meisten. Sie stellen nichts zwischen sich und der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns unter ihm machen, liebe Geschwister. Schaut, diese Prüfung, die Fische kamen nicht. Also mussten wir uns jetzt einen Weg ausdenken, wie wir diese Fische aus dem Meer herausbringen, ohne dass wir am Samstag gearbeitet haben, Anführungsstrichen. Also was können wir machen? Wir spannen die Netze aus und dann sagen wir, wir haben am Samstag nicht gearbeitet, aber es war so, als ob wir gearbeitet haben. Das ist die Prüfung von Allah Azza wa Jal. Warum habe ich euch diese Geschichte erzählt? Weil die Sache von Al-Hina, im Arabischen Al-Hina, was bedeutet Al-Hina? Na, tricksen, schummeln, betrügen, das ist alles in der Bedeutung drin. Dieses ist nicht bei Bani Israel geendet. Nein, wir haben heute auch sogenannte Muslime, die Hila betreiben. Wie? Was passiert, wenn man seine Frau dreimal geschieden hat? Ist sie noch halal für einen? Das heißt, eine Person, er scheidet seine Frau das erste Mal. Dann nimmt er sie zurück. Dann scheidet er sie irgendwann das zweite Mal. Dann nimmt er sie wieder zurück. Bis jetzt alles in Ordnung? Halal? Halal. Er kann sie zurücknehmen. Wann, innerhalb was? Der Idda. Was ist die Idda? Das ist die Wartefrist. Wie lange? 3 Monatsperioden. Bei Frauen, die ihre Regel haben. Bei Frauen, die keine Regel haben? 3 Monate. So nimmt er sie nach dem zweiten Mal zurück und dann scheidet er sie irgendwann das dritte Mal. Sie hat ihm Geld aus dem Portemonnaie geklaut. Sagt er, jetzt reicht's. Jetzt wirst du sehen. Hier endet unsere Liebe. Jetzt scheidet er sie das dritte Mal. Und guck mal, subhanallah. Schaut mal. Er hätte sie ja gar nicht scheiden müssen. Weder beim ersten Mal noch beim zweiten Mal. Was macht Shaitan jetzt in seinen Augen gegenüber dieser Frau? Er macht sie jetzt richtig interessant und schön. Warum? Weil es jetzt eine verbotene Sache ist. Er sagt, ach, was habe ich nur gemacht. Das ist meine Frau. Und ich möchte doch einen Weg finden, wie ich wieder mit ihr heiraten kann. Wann ist die Frau erlaubt, wenn man sie nach dem dritten Mal geschieden hat? Wann? Der hübsche Mann. Wenn ein anderer sie heiratet und ihn geschlechtsverkehrt, dann darf er sie wieder zur Frau nehmen. Allahumma barik. Wenn ein anderer Mann, du weißt auch Bescheid, Sarah? Okay, bitteschön. Ich glaube, das weißt du noch nicht. Ja, dann mache ich mir Sorgen. Hätte schon ihre Frauen recht. Wenn ein Mann seine Frau nach dem dritten Mal geschieden hat und sie daraufhin einen neuen Mann heiratet und diese von ihm geschieden wird, von dem neuen Mann, so kann sie zurückkehren zum alten Mann. Also nicht alt, sondern alten Mann, der vorher ihr Mann gewesen ist. Was machen jetzt sogenannte Muslime? Der alte Mann verheiratet sie mit einem neuen Mann, damit er sie scheidet und dann kehrt er wieder zu ihr zurück. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam nannte ihn, wer weiß das? Den Bock. Den ausgeliehenen Bock. Den ausgeliehenen Aufwand. Den ausgeliehenen Bock. Das ist der Bock, der ausgeliehen wurde. Wenn man ehrenlos ist, dann macht man so. Möge Allah uns bewachen. Was wollte er? Diese Leute im Übrigen, die das machen, sind bei Allah was? Verflucht. Was macht er? Er heiratet sie wieder auf diesem Wege und der Ärmste weiß nicht, dass seine Ehe von der ersten Sekunde was ist? Verflucht. Wird er jemals glücklich werden in dieser Ehe?
bei Allah niemals. Niemals. Seid euch sicher. Denn wenn Allah jemanden verflucht, wer soll ihm Ehre geben? Weder in der Dunya noch in der Akhira. Das ist eine Art zu tricksen. Nach der dritten Scheidung, jetzt wird sie interessant für ihn. Und Shaitan, er kriegt das hin. Er macht sie so interessant für dich, als ob du sie zum ersten Mal heiratest. Und subhanallah, das passiert sogar bei sogenannten praktizierenden Geschwistern. Zweitens, wie machen die Leute Hila? Wir wissen in einer Überlieferung bei Ibn Hibban heißt das, derjenige, der dreimal Jumu'ah absichtlich verpasst. Derjenige, der dreimal Jumu'ah, was? Absichtlich. Was heißt absichtlich? War das sein Wille, ja oder nein? Es war nicht sein Wille. Das heißt, jemand ist zum Beispiel unterwegs und er wollte zur Moschee, zum Jumu'ah, aber er hat es nicht geschafft. Der hat Jumu'ah verpasst. Aber zählt er hier zu diesem Hadith? Nein. Weil er wollte dieses schaffen. Wer dreimal Jumu'ah absichtlich verpasst, so wird Allah Azza wa Jal Subhanahu sein Herz versiegeln. Khatama ala qalbi. Allah wird sein Herz versiegeln. Was machen sie? Sie sagen, wir gehen jedes dritte Mal zum Jumu'ah. Das ist so, als ob einer sagt, ich mache dreimal Zina und nur das dritte Mal ist verboten. Verstanden? Was versuchen sie hier, Allah Azza wa Jal auszutricksen? Wal-Iyadu Billah. Auch Leute, die heutzutage den Hijab erkannt haben, dass das eine Pflicht ist für sie, die Frauen. Aber ziehen sie den Hijab an, sondern was ziehen sie an? Kopftuch und Leggings. Sie wollen Allah Azza wa Jal betrügen. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, sprich, يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليه يدنين عليهن من جلابيبهن. O du Prophet, sprich zu deinen Frauen und zu deinen Töchtern. Hat Allah hier beendet? Nein. Und zu den gläubigen Frauen, dass sie sich reichlich bedecken soll. Was heißt reichlich bedecken? Das, was nicht zu sehen ist, ihre Reize. Und diese bedecken haben wir aus anderen Hadithen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Nisa'un kasiyat aliyat, ma'ilat mumilat, la yadkhulna al-janna wa la yajidna riha. Es wird Frauen geben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie nie gesehen zuvor in seiner Zeit. Sie sind was? Angezogen, aber doch nackt. So, wer jetzt fragt, wer weiß, was das meint in dieser Ayah, reichlich überdecken, dann sagen wir, dies auch die Hadithe. Weil du darfst nicht angezogen sein, aber du wirkst, als ob du nackt bist. O Prophet, sprich zu deinen Frauen und zu deinen Töchtern und zu den gläubigen Frauen allesamt, sie sollen sich reichlich bedecken. Was heißt reichlich bedecken? So, dass sie nicht was aussehen, als ob sie nackt wären. Hör zu. Nisa'un kasiyat ariyat. Es wird Frauen geben, die sind angezogen und doch nackt. Sie tänzen beim Laufen. Al-batta-natta-natta. Sie tänzen beim Laufen, wie eine Ente. Und bringen... Natürlich, die Wörter sind schwer zu übersetzen, aber die Shurah, die das erklärt haben, haben das so übersetzt. Unter anderem Imam Nawawi, rahimullah ta'ala. Und wenn sie laufen, so tänzeln sie beim Laufen, sie haben einen verführerischen Gang und bringen auch schon den anderen bei, so zu laufen wie sie. Das heißt, sie verderben die Gesellschaft. Passiert? Passiert. Jetzt haben wir eine Gegebenheit. Jetzt zieht sie ein Kopftuch an, und dazu eine Leggings. Zu welchem Hadith passt sie? Passt sie zu der Ayah, dass sie sich reichlich bedeckt hat? Oder passt sie zum Hadith, dass sie
dass sie angezogen, aber doch nackt ist. Zu was passt sie? Zu dem Hadith. Allah Azza wa Jalla sagt, ذَلِكَ أَدِنَا أَيْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. Das ist eher gewährleistet, dass sie als rechtschaffene Frauen erkannt werden, so dass sie auch nicht dementsprechend belästigt werden. Das heißt, was ist die Hikma hinter dem Kopftuch, hinter dem Hijab? Dass man nicht belästigt wird. Dass man nicht belästigt wird und davor, dass man als was erkannt wird? Als eine rechtschaffene Frau. Eine Frage. Wenn jemand diese Frau so sieht, mit Leggings und John Wayne Kopftuch, wenn jemand sie so sieht, Frage an euch. Wird er sie belästigen, ja oder nein? Natürlich. Weil sie sieht nicht für ihn aus, als ob sie nicht gewillt ist, dass sie ihn einlädt. Aber eine Gegenfrage. Eine Frau mit Niqab oder mit richtigem Hijab, wird er sie belästigen? Niemals. Einmal hat ein Scheich mit verschiedenen Leuten gesessen. Zohran sagen wir auf Arabisch. Zohran, Leute, die hinter Baum sich verstecken und den Frauen hinterher gucken. Und sie gucken allem hinterher. Auch was Beinhaare hat oder keine Beinhaare. Den interessiert das nicht. Zohran. Heutzutage die Takfiris sind Zohran nur mit Bart. Möge Allah uns bewahren. Schaut mal. Er sagte, der Scheich zu ihnen, was macht ihr den ganzen Tag? Sie haben gesagt, ganz ehrlich, Scheich, wir schämen uns nicht. Wir laufen den Frauen hinterher. Dann sagte er zu ihnen, was aber, wenn ihr eine rechtschaffene Frau seht, die zum Beispiel einen Niqab trägt oder einen Hijab trägt, was macht ihr mit so einer Frau? Sie sagten, vor denen haben wir Respekt. Wallahi, wenn nur einer in ihrer Nähe kommt, wir werden ihn zusammenschlagen. Was beweist das? Dass selbst die Zohran Respekt haben vor wem? Vor diesen tugendhaften Frauen. Sag, so ist das. Weil niemand auf die Gedanken kommen würde, so eine tugendhafte Frau anzusprechen. Was will Allah Azza wa Jalla mit der Hikma schaffen hier, mit dem Hijab? Dass es er gewährleistet, dass sie als rechtschaffene Frauen erkannt werden. Jetzt die Frage. Ist sie als rechtschaffene Frau erkennbar mit dieser Leggings oder ich sage sogar mit dem Minirock teilweise? Ey Wallah. Und nur die Haare bedeckt. Ist das eine Frau, die als rechtschaffene Frau bezeichnet wird? Bei Allah. Im Gegenteil von den anderen Frauen. Möge Allah so uns bewahren. So, jetzt die Frage. Glaubt auch nicht, dass die Frauen dumm sind, ja? Glaubt nicht, dass sie dumm sind. Manche wissen sehr genau, was sie tun. Das heißt, was macht sie? Oben Maxi, unten Mini. Oben Maxi, unten Mini. Ist die Eier so? Was hat Allah Azza wa Jalla mit diesem Hijab als Ziel bestimmt, dass diese Frau nicht belästigt wird? Was macht sie dementsprechend? Dann zieht sie sich so an, dass sie doch belästigt wird. Hat sie das Ziel erreicht durch den Hijab? Antwort nein. Noch weiter. Eine Frau, die ist nicht mal richtig angezogen. Und wenn sie sich auch etwas richtig anzieht, die ist auf der Bühne. Heute gibt es ja, wie heißt das, diese... Catwalk. Wo sie Poet und so machen? Catwalk. Ist nicht Catwalk? Oder ihr wisst mehr als ich. Auf jeden Fall. Es gibt heute diese Modegang. Die laufen auf dem Brett. Also wenn sie nicht runterfallen. Die laufen auf diesem Brett. So vor den Leuten. Auf einer Bühne. Ja. Die hat sogenanntes Kopftuch an. Und Kopftuch ist nicht Hijab. Das ist ein meilenweiter Unterschied. Dann läuft sie vor den Männern herum. Geschminkt, halbnackt und parfümiert und sie läuft so vor den Männern. Frage, trifft sie die Eier, ja oder nein? Nein. Oder eine auf der Bühne, ich komme nicht auf, die machen Poesie auf der Bühne. So wie, bitte genau, richtig, Eisle. Eisle? Wie heißt das? Eislam. Eislam. Was soll das heißen? Ich weiß nicht, was das heißt. Bestimmt ableitet von Eibucht oder Eibucht. Nee, wollten Sie das von Islam ableiten oder was? Bestimmt, von Eibucht. Weil letztendlich ist ja Islam, wenn du liest. Okay. Auf jeden Fall, kennt ihr das, diese Eislam? Die geht auf der Bühne und macht den... Später kann sie mit dem Kopftuch alles wegwischen. Ja.
ey Wallah, was ich gesehen habe, möge Allah Azza wa Jalla zu bewahren. Frage an euch, hat sie die Eier getroffen? Was will Allah für die Frau? Dass sie als rechtschaffene Frau erkannt wird und demnach nicht belästigt wird. Aber was macht sie? Hile, Tricksen. Von der einen Seite, ich ziehe mir ein Kopftuch an, von der anderen Seite, ich lebe weiter so, wie ich leben möchte. Subhanallah. Dann frage an dich, warum trägst du überhaupt das Kopftuch? Wenn man sie fragt, warum trägst du das Kopftuch? Was wird sie sagen? Weil Allah das befohlen hat. Ist nicht der, der dir das Kopftuch, und er hat dir nicht das Kopftuch befohlen, sondern den Hijab. Ist nicht der, der dir den Hijab befohlen hat, derjenige, der gesagt hat, dass du nicht belästigt werden sollst und dass du als rechtschaffene Frau erkannt wirst? Warum klammerst du diesen Anteil heraus? Also ist das eine Lüge, dass sie sagt, ich folge Allah. Weil wenn sie dem Befehl Allahs Azzawajal nachkommen würde, was müsste sie automatisch machen? Dann müsste sie auch darauf aufpassen, wie sie rumläuft und wie sie sich gibt und wie sie sich benimmt. Zack. Macht sie aber nicht. Das ist Spielen mit der Religion. Andere Leute, die spielen mit dem Fleisch. Also ich meine nicht Fleisch, Fleisch spielen. Wir sind hier im Land von Ahlul Kitab auf zu Kaufland. Da ist das Fleisch sowieso 2 Euro billiger. Das heißt, diese ganze Geschichte mit Ahlul Kitab haben sie nur gebracht, um das Fleisch was billiger zu bekommen. Die gehen in Supermärkte, zu Lidl, zu Kaufland, zu Aldi und kaufen dort ihr Fleisch. Ein Muslim darf das Fleisch nur essen, wenn 2 Bedingungen erfüllt sind. Die erste Bedingung ist, dass derjenige, der das Fleisch schlachtet, was ist ein? Ein Muslim oder von Ahlul Kitab, sprich ein Jude oder ein Christ. Das ist die erste Bedingung. So, jetzt kommt aber noch die zweite Bedingung. Die zweite Bedingung ist, dass er dieses Tier schlachten muss. Was bedeutet schlachten muss? Ha? Wenn jetzt ein Jude oder ein Christ nicht Bismillah sagt, ist das Fleisch halal, ja oder nein? Es gibt hier 2 Ansichten, aber richtig ist, dass das Fleisch halal ist. Warum? Du sagst Bismillah. Jetzt die Frage. Lidl und Kaufland haben geschlachtetes Fleisch. Die gehen zum Schlachter und sagen, bitte einmal halal schlachten. Das heißt, was ist mit diesem Fleisch? Halal oder Haram? Haram. Und ich sage, beide Bedingungen wurden nicht erfüllt. Weder wurde es geschlachtet, noch war es ein Jude oder ein Christ. Und subhanallah, heute will man die Leute betrügen, indem man sagt, Deutschland ist ein christliches Land. Das ist gelogen und erstunken. Ja, nur ihr in eurem Umkreis, die meisten, die ihr kennt, von den Nichtmuslimen, von den Deutschen, sind sie Atheisten oder Christen, praktizierende Christen? Ganz im Ernst. Atheisten. Wer von euch lebt hier 20 Jahre länger? 20 Jahre. Wer von euch lebt schon 30 Jahre in diesem Land? Ja, jetzt kommt auch das Alter raus. Samir, vielleicht kannst du weitermachen. 40 Jahre. Alhamdulillah. Das heißt, die meisten sind Atheisten. Ja. Und wenn sie Atheisten sind, und 1000-mal Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah, La ilaha illallah sagen, ist das Fleisch halal. Niemals. Das heißt, die Sache braucht 2 Bedingungen. Was sagen dir die Leute heute? Der sagt dir, wir sind in einem Land von Ahlul Kitab, mach die Augen zu. Er meint, spare 2 Euro, das meint er. Aber sind die Leute ehrlich? Die sind nicht ehrlich. Wallahi al-Azim, er verdreht die Religion zum Schluss nur wegen 2 Euro. Was für ein geringer Wert. Diese Leute spielen mit der Religion. Am Freitag ist die Pflicht von den Männern, was, dass sie zum Jum'ah gehen. Allah Azza wa Jalla sagt, Ya ayyuha alladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil Jum'ah, fas'au ila dhikrillah, wa dharul bay'a, dhalikum khayrun lakum, in kuntum ta'lamun. O ihr, die ihr glaubt,
Wenn zum Jumu'ah-Gebet, zum Freitagsgebet gerufen wird, dann, was sollt ihr machen? Eilt zum Gebet und unterlasst den Handel. Was ist das größte Interesse bei einem Menschen? Der Handel. Was hat Allah Azzawajal hier als erstes angeordnet? Unterlasst den Handel. Eilt zum Gebet und unterlasst den Handel. Wo ist hier Al-Amal wa Ibadah? Wir finden das nicht mehr. Aber guckt mal, subhanallah, danach, nachdem ihr zum Gebet gegangen seid, فَإِذَا أُدِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Wenn aber das Gebet beendet ist, was sollt ihr machen? Breitet euch auf der Erde umher. Hat Allah uns klar gesagt, wann Zeit für Ibadah und wann Zeit für Arbeit ist? Ja oder nein? Klar. وَبِتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Und strebt nach der Gunst Allahs Azza wa Jalla. وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allahumma ja'alna min al-aflihin. Und so gedenkt Allahs viel, damit ihr erfolgreich seid. Allah hat klare Zeiten gesetzt für einmal die Ibadah und einmal für die Arbeit. Allah hat verboten, dass man in dieser Zeit arbeitet. Derjenige, und leider siehst du das hier bei den Geschwistern, wer am Freitag Handel betreibt, während der Jumu'ah-Zeit, so ist sein Geld haram und er verdirbt damit sein restliches Vermögen. Gewaltige Sünde. Aber jetzt hat er von Bani Israel gelernt. Was macht er? Jumu'ah kommen viele Leute. Der Laden läuft und brummt. Also sitzt er ein Käfer an der Kasse und sagt, ich habe nichts gemacht. Das war der Käfer. Erlaubt oder verboten? Warum verboten? Was hat Allah gesagt? Unterlasst den Handel. Ob ein Käfer sitzt, eben Käfer, egal. Die Sache ist hier nicht mit Käfer oder nicht Käfer. Die Sache hat hier mit was zu tun? Dein Handel darfst du nicht betreiben zum Jumu'ah. Zu der Zeit. Wo, was erfolgt? Wo Jumu'ah gewinnt. Das nur für die Zeit. Wir reden über eine halbe Stunde oder wenn wir zur Sahara-Moschee kommen, dann eineinhalb Stunden. Wir bitten immer um Verzeihung. Jetzt wissen wir auch, warum die Spenden so schlecht sind. Ah. Was setzt der ein? Ein Käfer, der verdient das Geld. Ich habe nichts mit der Sache zu tun. Und der Beste ist, der sagt, Auzubillah, was machst du noch zum Käfer? Und er hat ihn engagiert. Ja? Das alles ist Hila, Betrug, Tricksen, als ob Allah uns nicht kennt. Was sagte Allah am Ende der Ayah? كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. So haben wir sie geprüft. Prüfung von Allah Azza wa Jalla. Er kennt die Herzen. Er weiß, welches Herz zum Halal dient und welches zum Haram. Und das Letzte, was ich mit Tricksen meine oder erwähnen werde, ist, eine Frau islamisch zu heiraten. Heutzutage sagt der eine oder andere, ich habe viele Wege versucht. Ich war geduldig, ich habe Dua gemacht, ich bin in der Nacht aufgestanden, seit 5 Jahren, ich bin nicht verheiratet. Jetzt muss ich die Sache selber in die Hand nehmen. Was meint er damit, selber in die Hand nehmen? Sozusagen, ich brauche nicht mehr auf Allah zu vertrauen, ich kümmere mich selber darum. Was ist das beste Medium dafür? Facebook. Salam alaikum, Uchti, wa alaikum salam, Achi Habibi, kaifa haluk, Buße, Buße. Okay. Dann kommt es zum Treffen zwischen beiden. Frage, das Treffen von ihnen halal oder haram? Haram. Haram. Sie hat einen Vater, der ist Wali und Mahram. Und er weiß gar nichts davon. Und ich sende hier einen Brief an alle Schwestern. Wallahi, ihr sollt euch in Grund und Boden schämen, walayadu billah, dass eure Eltern euch 20 Jahre, 25 Jahre erzogen haben und sie haben sich um euer Wohl gekümmert, auch wenn sie manchmal Fehler gemacht haben. Und dann kommt ein schmutziger Mann, der nicht durch die Tür kommt, sondern durch das Fenster und für den verlässt ihr eure Familie. Passiert oder nicht? Passiert. Schaut mal, subhanallah, sie vergisst die 25 Jahre, wo ihre Eltern alles für sie getan haben, auf einmal ist der Vater ein Käfer.
Sagst du, nee, der betet bei Dieter, der ist Kafir. Oder bei Miligörisch. Haben wir alles diese Vetter. Dann verlässt sie ihre Eltern für diesen Schmutzigen und sie geht mit ihm heraus. Und wir haben Geschichten gehört, wo dieser Mann dann nur das genommen hat, was er brauchte, und dann hat er sie weggeschmissen. Und so gibt Allah Azzawajal jedem, was er wirklich nur verdient. Möge Allah uns bewahren. Was macht er? Er geht in Facebook, sie geht in Facebook und dann treffen sie sich halal. Halal heißt natürlich haram. Aber jetzt wollen sie das selber in die Hand nehmen, weil Allah hilft ihnen nicht. Überlegt, subhanallah. Richtig, Allah hilft ihnen nicht. Warum? Allah hilft wen? Den Gottesfürchtigen. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Und wer Allah fürchtet, den schafft er einen Ausweg. Und er versorgt ihn, von womit er nicht rechnet. Subhanallah. Er trifft sich mit ihr gerade im Haram. Sie sind zusammen irgendwo alleine. Khalwa. Und dann sagt er zu ihr, passt auf, das ist der Beste. Ich suche eine Frau, die Allah fürchtet. Allahu Akbar. Und sie sagt, ich suche einen Mann, der Allah fürchtet. Was machen sie gerade? Haram. Aber wir haben keine Ahnung von der Welt. Ein anderer geht in die Disco. Er sieht Jane tanzen. In irgendeinem Käfig und sagt, die mache ich zum Muslima. Natürlich. Subhanallah. Schaut mal, wie Shaitan kommt und ihm diese Sache schwer macht. Warum? Weil eine Frau halal zu lernen, leichter oder schwerer als Zina? Schwerer. Also, was macht er dann zum Schluss? Er geht den Weg vom Haram. Und er lernt eine kennen über Facebook und dies und das. Und das ist im Übrigen der Grund, warum es so viele Scheidungen gibt. Weil die meisten sich auf welchem Weg kennengelernt haben? Haram oder Halal? Haram-Weg. Deswegen gibt es auch die meisten Scheidungen. Wallahi, manche heiraten am frühen Morgen und am Abend lassen sie sich scheiden. Wir haben von einer, ich sage nicht Schwester zu ihr, A'udhu Billah, sie hat 19 Mal im Monat geheiratet. Die hat Niqab, aber nicht wegen der Religion, damit sie nicht erkannt wird. Damit keiner sie tötet. Wenn ihr versteht, was ich meine. 19 Männer hat sie in einem Monat geheiratet und 2 Männer an einem Tag, die nichts voneinander wussten. Ja, jetzt müsst ihr schlau sein. Was nimmt eine Frau durchschnittlich mal her? Durchschnittlich. 2.000-3.000 Euro, richtig? Mal 19. Dann brauchen wir nicht mehr zum Jobcenter. Geht auch so. Das heißt, sie hat Geld verdient, richtig? Subhanallah, und ein Mann hat einmal angerufen, ihr Mann, der hat ja 19, ihr Mann hat angerufen. Dann ist aber ein anderer rangegangen, er sagt, wer bist du? Er sagt, wer bist du? 19 Männer hat sie geheiratet in einem Monat. Eine Schwester mit Niqab. Wallahi, die ist eine Schande für den Niqab. Nicht der Niqab ist Schande, sondern sie ist eine Schande für den Niqab. Bevor eine Frau den Niqab trägt, sollte sie einen Niqab um was haben, um ihr Herz. Und deswegen, liebe Geschwister, dieser Weg, den die Leute von Ahlus Sabt schon gegangen sind, dass sie am Freitag die Fischernetze ausgespannt haben, um am Sonntag die Fische herauszunehmen und zu sagen, wir haben am Samstag nicht gearbeitet. Dieser Weg wird heute noch betrieben von sogenannten Muslimen. Und sie denken, dass sie Allah Azzawajal betrügen. Und das ist das, was Allah Azzawajal über die Heuchler gesagt hat. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. Sie wollen Allah und seine gläubigen Diener betrügen. Sie betrügen aber nur sich selbst. Das ist eine gewaltige Eigenschaft von den Menschen. Und daher, liebe Geschwister, der Weg vom Halal ist schwer, richtig, aber er ist gesegnet. Und wer den Weg vom Halal beschreiten will, so wird Allah Azza wa Jal ihn in jedem Fall helfen. Wisse das. Das ist ein Versprechen von Allah Azza wa Jal. Allah wird dir helfen, diesen Weg, der Halal ist, zu beschreiten. Auch wenn dieses manchmal umständlicher ist. Man kann ein Auto über lange Zeit ansparen und dann kaufen.
Aber heute gibt es leichte Wege. Welche Wege kennt ihr? Um ein schönes Auto sofort zu fahren? Leasing. Finanzierung. Dann kannst du sofort ein Auto kaufen. Was machen sie? Die kaufen das und zum Schluss sagen sie, schaut mal, ich habe es viel schneller geschafft als die anderen. Richtig. Du hast dir schneller den Zorn Allahs zugezogen als die. Als die anderen. Liebe Geschwister, ein Muslim hat Charakter, hat Persönlichkeit. Wenn er sich eine Sache nicht leisten kann, dann kann er sie sich nicht leisten. Und er ist zufrieden mit dem, was er hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, min sa'adat ibn Adam, zu der Zufriedenheit vom Menschen gehört, dass er mit dem, was er hat. Wenn du damit zufrieden bist, dann schaust du nicht auf Sachen, die dir Probleme machen, wenn du sie dir anschaffst. Und viele Leute haben finanzierte Telefone, das wisst ihr, ja? Die haben Telefone, wo sie noch Schulden gemacht haben, die noch gar nicht abbezahlt haben. Sein Telefon, darüber hat er Schulden gemacht. Über sein Auto, über das, alles verschuldet. Mal schön essen bei La Fiamma. Das Essen kostet. Ja? Und Sache hat damit zu tun, dass dieses mehr verlangt wurde, als das, was der ursprüngliche Betrag gewesen ist. Das ist die Art von Riba, die ist verboten. Und der Finanzierer, der das macht, ist egal, wer das macht, er verlangt diesen Preis, so ist das Haram und Riba, wallahu ta'ala, ala wa ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer Überlieferung bei Abu Dawud und At-Tirmidhi, sahih, إِذَا تَبَيَّعْتُمْ بِالْعِينَ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Wenn ihr anfängt, Ina zu nehmen, Ina ist eine Art von Zins, ein übler Zins, und wenn ihr die Schwänze der Kühe zieht und zufrieden seid mit der Ernte, was bedeutet das? Ihr kümmert euch um die Dunya mehr als um die Akhira. Und wenn ihr den Dschihad unterlässt, so wird Allah Azza wa Jal eine Erniedrigung über euch herabsenden. Er wird sie nicht eher hinwegnehmen, bis ihr zur Religion zurück. Und eine der Sachen, die hier aufgezählt war, war was? Der Zins. Und daher, der Zins ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Darf man mit einer Kafira zusammen in einem Raum schlafen? Ja, kein Problem. Unter welcher Bedingung darf sich ein Bruder mit einer Schwester bezüglich der Heirat zu treffen, die weder ein Wali noch ein Mahram hat? Oder wenn ihr Wali im Gefängnis ist, ist es in Ordnung, dass sie ein oder zwei schon? Nein. Der Wali hier, der im Gefängnis ist, soll was machen? Er soll jemanden beauftragen. Er soll jemanden beauftragen, der sich dann darum kümmert. Selbst wenn er nicht zur Familie gehört. Wenn der Wali ihn beauftragt hat, eine Person des Vertrauens, den er vertraut, weil es geht natürlich um seine Tochter, dann ist das in Ordnung. Dann soll er das so machen, wallahu ta'ala ala wa'ala. Oder darf der Mann seine Schwester mitbringen? Oder nein, nein, wie ich das erklärt habe. Keine komischen Sachen. Man sollte ja kein Alkohol zu Hause haben. Was ist zwar, wenn man zum Beispiel in einer WG wohnt, wo Alkohol ist? Wallahi, ich empfehle niemanden, dass er in einer WG wohnt mit Fussat, mit Leuten, die weder Allah noch seinen Gesandten sallallahu alaihi wa sallam kennen. Weil es wird früher oder später darauf ausarten, dass man die Eigenschaften derjenigen übernimmt, weil sie so nah bei einem sind. Und deswegen, wenn das keine Notwendigkeit ist, ich kenne jetzt nicht die Lage von dieser Person, wenn das keine Notwendigkeit ist, dann soll er raus aus dieser WG. Schaut mal alleine, bevor ich darüber geredet habe, was haben die zu Hause zum Beispiel? Alkohol, ja. Was, um die Schublade sauber zu machen mit dem Alkohol? Nein. Das heißt, um zu trinken. So. Und ein Muslim wird sehr von Shaitan bekämpft. Und der Shaitan wird ihn das irgendwann schön ausmalen, dass die Leute trinken. Und er soll ja nur dabei sitzen. Das ist der erste Schritt. Und nach dem Sitzen ist es das Trinken. Möge Allah uns bewahren. Na, tafadda. Ich habe eine Frage. Was ist eigentlich mit Schwarzarbeit? Also, Mashallah. Was ist mit Gefängnis? Ich hab vieles gefragt und einige sagen, also sagen nicht ja, die sagen, du musst halt die Wahrheit sagen. Also dass du arbeitest, aber halt den Steuern zahlst und so.
Und andere sagen, das ist nicht gelogen. Auf jeden Fall. Was ist das Urteil über Schwarzarbeit? Schaut mal, im islamischen Sinne haben wir keine Schwarzarbeit. Bei uns, wir haben nur zwei Maßstäbe. Entweder ist eine Arbeit haram oder halal. Wenn er Schlosser ist, ist die Arbeit halal. Wenn er Autobauer ist, ist seine Arbeit halal. Wenn er Schwimmmeister ist, dann kommt es noch an, ob er eine Pfeife mitbekommen hat oder nicht. Die Arbeit ist halal oder haram. Das ist bei uns das Ausschlaggebende. Jetzt nicht zu früh, Freund. Jetzt kommt der Rest. Wenn man lügt und betrügt, ich gebe ein Beispiel. Jobcenter fragt, haben Sie Arbeit? Man sagt, nö. Aber er arbeitet 300 Stunden nebenbei. Das ist haram. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, man rascha verleysa minna. Man rascha verleysa minna. Derjenige, der betrügt, gehört nicht zu uns. Und in einer anderen Überlieferung, die noch schwerer ist, man raschana verleysa minna, der uns betrügt, noch schlimmer, Muslime zu betrügen, so gehört er nicht zu uns. Das heißt, sobald es dazu kommt, dass er lügt oder betrügt, um sich einen Vorteil zu verschaffen, ist die Sache haram. Wenn das nicht dazu kommt, dann nicht. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tafadda. Darf man Essig herstellen, wenn man zum Beispiel in so einer Firma macht und das alkoholische dann zu Hause lagert? Wie ist das, wenn Essig hergestellt wird? Was der Muslim nicht machen darf, ist, dass er den Alkohol zu Hause lagern hat und dass er den Alkohol wo reinkippt, in eine Schüssel oder sonstiges. Das darf er nicht machen. Okay? Wallahu ta'ala. Dann die zweite Frage ist, wenn man zum Beispiel jetzt ein Online-Geschäft hat, zum Beispiel eBay oder sowas, und das lässt man am Jummer laufen. Das ist ja nicht eine Sache, die er sozusagen als Geschäft hat, dass er sagt, das läuft ja über die ganze Woche, richtig? Wenn das über die ganze Woche ist, das ist was anderes. Aber wenn er speziell am Freitag was macht, ja, ich meine, überleg mal, du hast ja in verschiedenen Sachen investiert, die können ja auch am Freitag steigen. Jetzt sagst du, Freitag, den Gewinn nehme ich raus. Das ist nicht gemein. Nein. Allah Ta'ala ala wa'ala. Tfadda. Ich habe drei Fragen, inshallah. Du kriegst zwei, inshallah. Okay. Und zwar, zum Beispiel, wenn ein Bruder verreist in Ausland und die beiden Tage, die er geht und zurückkommt, sind Freitag. Einer verrichtet er in Ausland einen Freitag, aber zwei Freitage sind verloren von der Reise in Ausland. Er hat das Urlaub bekommen von der Firma und er hat nicht absichtlich gemacht. Aber wie ist die Sache hier beispielsweise? Jetzt bezüglich des Verreisens am Jumma, das ist deine Frage? Der verpasst die beide Jumma. Ja, weil er verreist ist an dem einen Jumma und an dem anderen Jumma zurückgekommen ist. Ja. Was ist das Urteil, wenn man am Jumma verreist? Das Verreisen am Jumma ohne triftigen, ohne wichtigen Grund ist makruh in unserer Religion. Ist makruh, ist unbeliebt. Deswegen, wenn man nicht am Jumma verreisen muss, dann verreist man nicht. Weil derjenige, der verreist am Jumma, für ihn entfällt das Jumma-Gebet. Für ihn entfällt das Jumma-Gebet, er braucht das nicht zu beten. Na, aber er soll das nicht einfach so grundlos machen, wallahu ta'ala. Ich meine, das ist in Ausland, zum Beispiel in Albanien. Selbst wenn, auch wenn es nach Australien ist. Ich rede über das Verreisen am Jumma. Okay? Wenn es nicht sein muss, dann verreist er nicht am Jumma. Das hat er nicht geplant. Er kennt zum Beispiel andere Tage, aber so war die Besonderheit. Ich sage, wenn er es nicht braucht, dann verreist er nicht am Jumma. Wenn er es braucht, ist es was anderes. Na, nichts. Das zweite war, ein konvertierter Bruder fragte, als auch seine Familie konvertiert ist, ob er zum Beispiel für Respekt die Füße von ihren Eltern küssen darf, oder wie sagt man, ihnen zu ehren und zu respektieren. Die Bruder ist konvertiert in Islam und nach einer langen Zeit sind auch die Eltern von ihm konvertiert. Und danach, er wollte da, dass die Füße von den Eltern küssen, um ihnen zu ehren, zum Beispiel, ob man darf sowas oder... Es reicht, dass er sie nochmal ehrt, inshallah. Jetzt ist auch, wallahu ta'ala ala wa alam, islamisch nichts dagegen gesetzt. Der Prophet, als er zu dem einen Mann sprach, der Jemenite war, und er wollte mit dem Prophet zum Dschihad, dann sagte er zu ihm, hast du eine Mutter?
Dann sagte er, Naam, ya Rasulallah. Er sagte, Falsamha fa inna jannah tahta rijlayha. So geh zurück zu ihr und kümmere dich um ihr, um sie, denn das Paradies ist unter ihren Füßen. Ist unter ihren Füßen. Diese Überlieferung ist authentisch. Die allgemeine Überlieferung, das Paradies ist unter den Füßen der Mütter, das ist daif, das ist nicht authentisch. So, die Sache ist, wenn man seine Mutter ehrt, so ist das von der Religion. Und diese Ehrung ist Alhamdulillah. Es sei denn, es gibt scharia-mäßig etwas, was dagegen zum Beispiel Verbeugung oder sonstiges, das ist nicht erlaubt. Wenn er aber die Füße der Mutter küssen möchte, es ist seine Mutter. Na, es ist seine Mutter. Man kann sie anders ehren, aber wenn er das unbedingt machen möchte, na. Fika. Die Geschichte, die du erwähnt hast von einem Bruder, der jetzt die Versorgung haben möchte, aber voreilig gewesen ist. Das heißt, er hat den Halal nicht, er sagte, ich nehme das selber in die Hand. Ja. Kann man sagen, dass er das sozusagen im Haram erzwingen will? Und das vielleicht mit der Geschichte von Abu Bakr radiallahu anhu und mit dem Kamel und dem kleinen Jungen mit dem Dinar? Na, das ist eine gute Frage. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Sache, natürlich Frau ist Risk, Geld ist Risk, Liebe zu Allah und seinem Gesandten, all das ist Risk. Risk ist nicht nur materielles, sondern auch immaterielles. Wenn jemand sich eine Sache im Haram nimmt und er bekommt sie, ja, so offensichtlich sieht das aus, als ob er damit versorgt wurde, richtig. Aber diese Sache hat er im Haram genommen und wird dadurch auch dafür bestraft. Weil wenn man diese Sache Allah überlassen hätte, hätte man sie sowieso bekommen im Halal. Aber er hat das nicht abwarten können, also hat er sich die Sache genommen und wird dafür bestraft. Und hierzu gibt es die Geschichte von Abu Bakr al-Siddiq, der einen Knaben gehabt hat. So wird erzählt in der Geschichte. So wird erzählt. Wenn ich sage, so wird erzählt, dann ist das so, dass wir die Überlieferkette nicht hundertprozentig bestätigen können. Er hatte einen Knaben gehabt, der ihn mitgenommen hat, und dann hatte Abu Bakr al-Siddiq was zu erledigen und er sagte zu ihm, du passt so lange auf das Kamel auf. Dann kam Abu Bakr al-Siddiq irgendwann heraus und sah, der kleine Junge ist weg. Der Junge ist weg und das Kamel ist voll. Dann fragte Abu Bakr so lange, bis er gehört hat, dass dieser kleine Junge auf den Markt gegangen ist und das Kamel verkauft hat für 2 Dinar. Dann sagte Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, subhanallah, genau diese 2 Dinar wollte ich Ihnen als Lohn geben. Genau diese 2 Dinar. Deswegen, wenn man das im Haram vorausnimmt, dann hat man diesen Risk bekommen. Aber dieser Risk ist nicht halal und man wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Wallahu ta'ala ala. Und zwar meine Frage ist, also wie kann man den Fluch definieren, der mit Alkohol zu tun hat? Was passiert mit diesem Menschen? Was bedeutet Fluch in der Religion? Al-La'na im Arabischen bedeutet, Allah schließt einem aus seiner Barmherzigkeit heraus. Das ist der Hukm. Wenn Al-La'na im Spiel ist, der Fluch im Spiel ist, das bedeutet der Ausschluss der Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jalla. Ja? Wallahu ta'ala ala wa ala. Na. So, erste Frage wegen den Zinsen. Kann man also alle islamischen Banken nicht mehr keine Kredite von denen nehmen? Weil die arbeiten ja so, dass sie eine Sache für einen kaufen und sie dann teuer an einen verkaufen. Was ist mit den islamischen Banken? Ich kann dir allgemein sagen, Akhil Karim, welche Bank hier, Alhamdulillah, wir haben ein bisschen Wirtschaft studiert, welche Bank hier sich etablieren möchte, die bekommt Auflagen. Diese Auflagen muss sie erfüllen. Ja. Was denkst du, was Auflage hier ist? Jetzt in Deutschland. Was denkst du, was Auflage ist? Du willst eine Aktiengesellschaft gründen. Kannst du sie so gründen, wie du willst? Oder gibt es vorgeschriebene Richtlinien? 50.000 Euro. Ist es das? Ist es nur das? Das ist nicht alles. Deswegen, diese Richtlinien, die erfüllt werden müssen, die müssen erfüllt werden. Und da kann sich keine Bank entziehen, dass sie ihr eigenes Ding macht. Und wisse eine Sache, wenn die Kuffar was hassen, dann ist es Scharia, Yahi. Verstanden? Wenn die Kuffar etwas hassen, dann ist es die Scharia. Und sie versuchen alles, um dieses zu entkommen. Wallahu ta'ala ala wa ta'ala. Wenn jetzt ein Entwurf mit Zinsen, zum Beispiel ein Gebäude wird erbaut und man nimmt halt Zinsen für dieses Gebäude und der Architekt bringt seine Leistung, der Bauarbeiter bringt seine Leistung, ist
Gehalt von den einen Haram? Oder? Wenn jemand jetzt zum Beispiel ein Gebäude kauft mit Zinsen, okay, und er macht daraus Tijara, derjenige, der das als Zins genommen hat, das ist seine Sünde. Allah Azza wa Jalla sagt, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Keine Seele wird die Lasten von einer anderen Seele tragen. Zum Beispiel, dein Bruder hat sich ein Auto finanziert mit Zinsen und ab und zu fährst du dieses Auto. Du hast nichts mit seiner Sünde zu tun. Das war seine Sünde. Oder deine Eltern haben ein Haus gekauft mit Zinsen und du lebst in diesem Haus. Das ist nicht deine Sünde. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel Architekt bin und ein Bauherr kommt zu mir und sagt, zeichne mir einen Grundriss, aber ich weiß, dass dieses Gebäude zum Beispiel mit Zinsen erbaut. Das ist nicht deine Sache. Nicht mein Problem. Das ist nicht deine Sache. Du zeichnest einen Grundriss, wie er seine Sache finanziert. Das ist seine Sache. Okay? Sonst könnten wir gar nicht hier leben, ja. Zum Beispiel, ich verkaufe Computer in meinen Laden. Okay? So, jetzt kommt einer rein. So, jetzt frage ich ihn, was willst du damit machen? Deswegen haben wir ein Prinzip. Solange du nicht weißt, was mit einer Sache gemacht wird, ist sie mubah, ist sie erlaubt. Okay? Ist sie erlaubt. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel zu dir kommt und er sagt dir, komm, verkauf mir dein MP3-Player, ich will auf jeden Fall heute noch Musik draufladen. Dann sind die Absichten der Leute. Auch Kuffar können ja Halal-Sachen mit etwas machen. Du kannst ja mit Computer verschiedene Sachen machen, die jetzt nicht verboten sind. Naam. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Naam. Barakallahu fikum wa jazakum afa. Man holt viele Sachen im Großhandel günstig und verkauft es teuer. Also mit einem höheren Preis. Ist das Haram oder Halal? Wie hoch darf der Gewinn sein, den man ansetzt? Gibt keine Grenzen. Es gibt keine Grenzen. Man kann günstig kaufen und sehr teuer verkaufen. Na, es gibt keine Grenzen. Aber natürlich gibt es keine Grenzen, meinen wir jetzt nicht für einen Cent kaufen. China-Ware, ja, Yunus. Und hier an uns für 30 Euro verkaufen. Wallahu ta'ala ala wa alam, barakallahu fikum wa jazakum allah khairan. Nächste Woche, liebe Geschwister, fällt der Unterricht aus, aber alhamdulillah, eine frohe Botschaft. Abu Jamal wird nächste Woche hier sein, inshallah ta'ala. Und er wird ein sehr schönes Thema machen, und zwar, wie kann man seine Religion als Muslim im Westen leben? Wie kann man seine Religion als Muslim im Westen leben? Das ist ein sehr schönes Thema, für die Jugendlichen auch interessant. Es wird auch ein Workshop gemacht mit dem Sheikh, deswegen, inshallah ta'ala, laden wir euch herzlichst ein, nächstes Wochenende auch hier zu sein. Barakallahu fikum und jazakum allah khairan.